In der Magnus-Poser-Straße in Wenigen Jena wurde in den vergangenen Monaten vom Zweckverband Jena Wasser ein neuer Regenwasserkanal gebaut. Dieser soll bei Starkregen verhindern, dass der bisherige Kanal vollläuft und Gullis überfluten. Das Bauvorhaben wurde mit dem sogenannten Micro-Tunneling-Verfahren realisiert. Dafür wurde eine Spezialfirma engagiert, die mit dieser Bohrtechnik bereits viele ähnliche Projekte realisiert hat. Eine Vortriebsmaschine bohrt sich durch den Baugrund und wird durch die Vortriebsrohre nach vorn geschoben. Funktioniert ähnlich wie eine große Tunnelbaumaschine, halt nur kleiner. Das Besondere ist, dass wenn die Vortriebsmaschine in der Zielgrube angekommen ist, werden nur noch die Versorgungsleitungen gezogen und der Tunnel ist mehr oder weniger fertig. Ein großer Vorteil des Micro-Tunneling-Verfahrens ist, dass die Straßendecke fast vollständig erhalten bleibt. Auch der Fahrradweg am Saaleufer wurde durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Bei der Bohrung durch das Erdreich stießen die Bauarbeiter auf Gesteinsschichten, die selbst mit der professionellen Ausrüstung nur schwer zu durchstoßen waren. Inzwischen sind die Hindernisse überwunden und das Bauvorhaben geht dem Ende entgegen. Ja, wir liegen eigentlich gut in Zeit dran. Trotz der Probleme bis Weihnachten wird die Vortriebsmaschine hier von der Baustelle beräumt. Und ab dem neuen Jahr werden die Tiefbauarbeiten für den Kanal zur Fertigstellung sorgen. Und bis zum Frühjahr des kommenden Jahres wird die Maßnahme abgeschlossen. Die glasfaserverstärkten Kunststoffrohre mit einem Innendurchmesser von 1 Meter sind verlegt und letzte Restarbeiten stehen an. Das Regenwasser wird über eine Mulde in die Saale geleitet. Nach der endgültigen Fertigstellung des Entlastungskanals wird das Saaleufer wieder begrünt. Dann kann im kommenden Jahr an dem beliebten Entspannungsplatz am Fluss wieder Leben einziehen.